Hallo ihr alle. Mein Name ist Jean-Baptiste, aber alle nennen mich JB. Vor etwa 2 Wochen sind meine Eltern mit mir und meinem kleinen Bruder in ein schickeres Haus in Tulsa, Oklahoma gezogen. Papa hatte hier einen neuen, besser bezahlten Job bekommen. Zumindest war das der Grund, den sie uns genannt hatten. Ich weiß, dass meine Eltern unbedingt wollten, dass ich Sam, meinem kleinen Bruder, dabei helfe, aus Schwierigkeiten sich rauszuhalten. Sam war ein guter Junge, aber er hatte sehr, sehr viel Fantasie. Damit er eben ruhig war, während wir alleine zu Hause gewesen sind, sagte ich ihm, er sollte einfach Comics machen. Nun ja, wir waren gerade mal 1 oder 2 Tage in diesem neuen Haus, als Sam anfing, unseren neuen Nachbarn zu bemerken. Er kam zu mir rüber und sagte, ich solle mir die Person mal ansehen. Ich fragte ihn, was ist schon dabei, einfach irgendein Nachbar. Aber er bestand darauf, dass ich die Nachbarin unbedingt sehen musste. Und zwar ganz schnell, bevor sie reingeht. Also eilte ich rüber zu seinem Schlafzimmerfenster, weil dieses auf das Nachbarhaus hinunterschaute. Ich dachte, ich würde einen Verrückten mit einer ausgestopften Katze oder so sehen. Irgendetwas Seltsames, weswegen Sam so durchdrehte. Aber alles, was ich sah, war diese Frau. Vielleicht um die 40 Jahre alt. Sie sah sehr hübsch aus, ähnlich wie eine Barbie-Puppe. Es war allerdings seltsam, sie jetzt gerade draußen zu sehen. Denn es regnete wirklich stark und sie stand einfach auf der Straße, um ihren Briefkasten zu überprüfen. Hast du ihren Körper gesehen?", fragte Sam. Ich gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. Papa hatte uns beigebracht, Frauen mit Respekt zu behandeln. Und Sam sollte das besser wissen, als einfach solche Aussagen zu treffen. Aber ich muss zugeben, er hatte recht. Verdammt, sie war ganz schön hübsch. Und da ihr Hemd ganz nass war, sahen wir viel mehr, als wir wahrscheinlich sollten. »Ich wette, du hättest dir gewünscht, du hättest dieses Zimmer hier bekommen«, sagte Sam hämisch. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen neidisch. Der Nachbar auf meiner Seite war ein schwer übergewichtiger Typ, der gerne ohne Hemd mähte. Ich fand das nicht gerade fair. Also sagte ich zu ihm, ich denke, wir werden eine Menge Zeit miteinander verbringen, Sam. Und das war der Grund, warum wir anfingen, dem Nachbarn so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sam klaute Papas altes Fernglas aus Armeebeständen. Ich hatte noch ein Teleskop aus der Zeit, als ich 12 war und dachte, ich könnte damit andere Planeten oder so am Nachthimmel sehen. Wir fingen an, nachts die Lichter auszumachen und hofften dann auf eine Show, die wir im Nachbarhaus beobachten konnten. Und dann war der 6. Tag, den wir dort lebten, gekommen. Es dauerte nicht lange, bis uns einige seltsame Dinge an ihr auffielen. Zum Beispiel, dass sie nie schläft. Ihre Lichter blieben die ganze Nacht über an. Wir sahen sie herumlaufen, immer noch in demselben Hemd, als ob sie es seit Tagen nicht mehr gewechselt hätte. »Es ist mir egal, ob sie nicht schläft«, sagte Sam. »Warum zum Teufel zieht sie sich nicht aus?« »Vielleicht ist sie methabhängig oder so«, sagte ich. »Das ist ja eine große Sache in Oklahoma.« »Sie sah nicht gerade aus wie eine Meth-Süchtige.« »Und woher weißt du das?« »Aus dem Internet?« Wir sind vor 6 Tagen eingezogen. Diese Nacht war der 1. Samstag nach unserem Einzug. Da passierte das erste wirklich seltsame Ding, das wir beobachten konnten. Wir guckten an diesem Tag wie immer aus dem Fenster. Es war schon lange nichts mehr passiert und wir beide wurden müde. »Vergiss es einfach«, sagte ich. »Sie wird uns nie zeigen, was sie unter ihrem Hemd verbirgt.« »JB«, sagte Sam. »Nein, ich gehe jetzt ins Bett. Ich kann so viele Brüste im Internet sehen, wie ich will, dafür muss ich nicht hier stehen.« Sam griff nach meiner Hand. Nicht meinem Arm, sondern wirklich meine Hand. Das hatte er seit seinem 5. Lebensjahr nicht mehr getan und das war nun schon sehr lange her. »JB, schau mal«, sagte er mit einem leichten Schlucken. Er deutete auf ihren Hinterhof. Ich schaute dorthin, wo er hinwies. Er war sich zuerst nicht sicher, was ich da sah. Es ist 2 Uhr nachts gewesen und im Garten gab es außer dem Mondlicht eigentlich nichts, was den Garten erhellte. Und sie hat dort hinten auch noch einen großen Baum. Also benutzte ich das Teleskop in der Hoffnung, wenigstens etwas zu erkennen. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen langsam damit,
Man muss so viele Rädchen und alles drehen, also brauchte ich etwas. Aber sobald ich es ausgerichtet und justiert hatte, sah ich, was mein kleiner Bruder mir zeigen wollte. Die weiße Form kam in den Fokus und ich schaute auf ein Gesicht. Ihr Gesicht. Sie war in ihrem Garten und lugte hinter dem Baum hervor. Und sie schaute nicht einfach irgendwo hin, sondern direkt zu unserem Fenster hinauf, wo wir saßen. Unsere Lichter waren aus, also sollte sie uns eigentlich nicht sehen können. Oder? Aber irgendwie tat sie es. Wisst ihr, dieses Gefühl, wenn man einfach weiß, dass man gerade beobachtet wird, wenn man weiß, dass man gesehen wurde. Und genau in diesem Moment wussten wir, dass sie uns gesehen hat. Mit einem Keuchen sprang ich vom Fenster zurück. Oh, verdammt, sagte ich. Wie lange ist sie schon da? Sam schüttelte nur den Kopf. Wir sollten uns mehr schämen als erschrecken in diesem Moment. Ich tat ein bisschen von beidem, aber Sam war einfach nur verängstigt. Das ist seltsam, Mann, sagte er. Das ist so seltsam. Ich sagte ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Sie dreht wahrscheinlich nur den Spieß um. Immerhin sind wir in ihre Privatsphäre eingedrungen. Und das Ganze soll uns wahrscheinlich einfach nur eine Lehre sein. Dann fragte er, nachdem wir uns einige Zeit versteckt hatten, glaubst du, sie ist noch da? Ich wollte nicht hinsehen. Es war mir einfach zu unheimlich. Also nahm ich vorsichtig mein Handy heraus, schaltete die Kamera ein und nahm etwa 30 Sekunden lang ein Video auf, das ihren Garten zeigte. Ich hielt es einfach an das Fenster und wackelte ein bisschen damit herum, um sicherzugehen, dass ich alles draufkriegte. Dann zog ich das Handy wieder zurück. Als wir das Video abspielten, waren wir erleichtert. Nur der Baum war zu sehen. Kein weißes Gesicht, das uns von hinten beobachtete. Mein Wackeln hatte irgendwie den ganzen Hinterhof erwischt und sie war definitiv nicht mehr da. Sam seufzte und warf sich zurück auf sein Bett. Ich beschloss, mir das Video noch einmal anzusehen, nur um sicherzugehen, dass der Hinterhof wirklich frei war. Und er war es. Nur, das war noch nicht alles. Als ich die Kamera zurückzog, zeigte sie kurz nach unten. Direkt unter unserem Fenster. Und da war sie. Sie stand unter unserem Fenster und starrte direkt nach oben zu uns hinauf. Sie stand also gerade genau an unserem Haus. So nah, dass sie wahrscheinlich unser Gespräch hören konnte. Ich stieß ein kurzes Schimpfwort aus und ließ mein Handy fallen. Sam setzte sich sofort auf und ich zeigte es ihm, nur um sicherzugehen, dass ich mir gerade nichts einbildete. Und er hatte es auch gesehen. Wir schliefen in dieser Nacht beide zusammen in meinem Zimmer und beschlossen, Papa am nächsten Morgen alles zu erzählen, was passiert war. Wir wussten, dass es nicht gut ausgehen würde, aber zu diesem Zeitpunkt war Papa deutlich weniger beängstigend als die vollbusige Nachbarin. Und dann kam Sonntag. Papa war wirklich sauer auf uns. Er zwang uns, zu ihrer Haustür zu marschieren und uns für das Lauschen zu entschuldigen. Das war wahrscheinlich das Peinlichste, was wir je tun mussten. Ich meine, hört euch Folgendes mal an. Sie öffnet die Tür in dieser lockeren Spitzenunterwäsche, die uns alles zeigte. Ich schaue hinter mich, um zu sehen, ob noch jemand Zeuge davon wurde, aber nein. Als ich meinen Kiefer wieder unter Kontrolle hatte, sagte ich, dass es mir leid tut, dass wir sie beobachtet haben. Wir ließen beide vor Scham den Kopf hängen. Als ich aufschaute, um zu sehen, ob sie wütend war oder ob sie versuchte, uns zu verführen oder so, war es seltsam. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der überhaupt keinen Gesichtsausdruck hat? Es war, als ob sie hypnotisiert war. Ihr solltet reinkommen, sagte sie. Sie sagte es zwar, aber die Dinge, die aus ihrem Mund kamen, schien sie nicht zu fühlen. Sie hat es einfach nur gesagt. Sam schaute zu mir. Ich glaube, er war bereit, auf ihr Angebot einzugehen. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Sie sah wirklich gut aus. Aber ich sagte ihr, dass wir umgehend zurück müssten. Papa wartet schließlich schon auf uns. Sie schloss die Tür, ohne ein Wort zu sagen. Und? Fragte Papa, als wir zurückkamen. Ich sagte ihm, dass sie nicht sauer zu sein schien. Und ich sagte ihm, was sie anhatte. Ich dachte, wenn wir schon Ärger bekommen, dann sollte er auch wissen, dass sie uns zurückärgerte. Ich merkte, dass er mir nicht glaubte.
Er sagte mir, er gehe rüber, um sich für uns zu entschuldigen. Wenn ich herausfinden sollte, dass du lügst, dann klatscht es, mein Freund. Aber kein Beifall. Hast du mich verstanden? Wir standen in der Küche und warteten auf ihn, während er rüberging. Als er zurückkam, sah sein Gesicht schlaff und blass aus. Er schien überhaupt nicht mehr böse auf uns zu sein. Er sah einfach aus, als hätte er etwas Schreckliches gesehen. Sam stieß mich mit dem Ellbogen an, so als hätte ich es nicht selbst bemerkt. »Setzt euch, ihr beiden«, sagte er. Und das taten wir, und wir begannen zu frühstücken. Mama schlief zu dieser Zeit noch. Sie blieb samstagabends immer sehr lange auf und holte alle möglichen ihrer Lieblingssendungen nach. »Lasst euch nie wieder mit dieser Frau ein«, sagte mein Vater zwischen zwei Bissen. »Okay«, stimmten wir zu. Wir haben uns nicht getraut, ihn zu fragen, als er so war. Ich meine, ich hatte ihn noch nie so gesehen. Und das war es, was so beängstigend daran war. Wir haben einfach schweigend weiter gefrühstückt. So lange, bis er fragte, »Habe ich dir jemals von Red Finney erzählt?« Er hatte den Namen schon mal erwähnt, das wusste ich. Wir wussten, dass Red ein Kind in seiner Nachbarschaft war, als mein Vater aufwuchs. Irgendwo in Baltimore, in seiner alten Heimat. Aber wir wussten nicht wirklich etwas über ihn. Wir haben schon mal gefragt, aber immer wenn wir das taten, wechselte Papa das Thema. Also schüttelten wir nur den Kopf. Red war dumm, habt ihr gehört? Ein dummes Kind. Hat immer seine Nase in Dinge gesteckt, die ihn nichts angingen. Er nahm ein Bissen von seinem Rührei. Da war dieses große, dunkle Haus in unserer Straße. 3 Stockwerke. Kein anderes Haus in der Nachbarschaft war so. Es stand schon da, bevor die Nachbarschaft drumherum gebaut wurde. Es war eine sehr alte Familie, die das Land einfach behalten hat. Wir hatten alle Geschichten über dieses Haus. Wir schauten alle hin, wenn nachts das Licht anging. Den ganzen Tag sahen wir niemanden kommen oder gehen. Einmal sahen wir zu und hörten dann einen Schrei. Wir wussten, dass er aus diesem Haus kam. Und es hörte sich nicht gut an. Von diesem Tag an hatte Red die Idee, dass er da reingehen und nachsehen wollte, was auch immer in diesem Haus vor sich ging. »Und, wie würdet ihr Red einschätzen?«, fragte mein Vater uns. »Dumm«, sagten wir beide. Er nickte kurz. Jedenfalls war Red dann eines Tages weg. »Dachtest du, das wird ein Raubüberfall? Wir gehen da rein, finden ein paar alte Juwelen und einen Geist und lösen einen Mord?« Wenn Red getan hat, was er vorhatte, dann hat er es uns nicht gesagt. Und wir wollten mit der ganzen Situation auch nichts zu tun haben. Einbruch und Eintreten ohne Erlaubnis war kein Teil davon, wie wir unser Leben beginnen wollten. Red ist seit diesem Tag einfach verschwunden. Wir haben ihn nie gefunden. Wir dachten an alles Mögliche. Vielleicht war er weggelaufen. Vielleicht hat er sich irgendwo umgebracht. »Papa«, sagte ich, »du hast das Haus aus einem bestimmten Grund erwähnt, oder?« »Oh ja. Das war auch so ein Grund. Wir dachten, vielleicht ist er dort hineingegangen und nicht mehr herausgekommen. Aber die Sache ist die.« Er machte eine Pause und trank einen langen Schluck Kaffee. Als ob er sich auf etwas gefasst machen wollte, räusperte er sich und fuhr fort. Als Red vermisst wurde, kam das Haus und die Möglichkeit, dass er dort drinne ist, zur Sprache. Und wir haben den Besitzer des Hauses getroffen. Danach beendete Papa sein Frühstück. Er nahm seinen Teller mit zur Spüle, um ihn abzuwaschen, stellte ihn in die Spülmaschine und Sam und ich sahen uns nur fragend an. »Und?« »Was ich sagen will ist«, sagte er, »diese Frau von nebenan wohnte in derselben Straße wie ich, als ich ein Junge war.« »Verdammt«, sagte Sam, »sie ist besser gealtert als du.« »Du hörst nicht zu. Du bist zu sehr mit deiner Klugscheißerei beschäftigt. Was ich sagen will ist, dass die Frau von nebenan in der gleichen Straße wie ich wohnte. Stimmt's?« »Als ich ein Junge war, war sie eine erwachsene Frau. Sie sah genauso aus wie jetzt. Man vergisst nicht, dass eine Frau so aussieht.« »Was?« sagte Sam. »Papa,
das ist nicht möglich, sagte ich. Es steht mir nicht zu sagen, was möglich ist oder nicht. Ich muss nicht wissen, warum oder wie. Ich sage euch beiden nur, wie es ist. Und ihr sollt nicht wieder euch mit dieser Frau abgeben. Und jetzt lasst uns ab in die Kirche gehen. Ich glaube, Sam und ich waren in der Kirche noch nie so still und brav gewesen wie an diesem Tag. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vor sich ging. Wahrscheinlich so etwas wie das, was auch in meinem vorging. Wer ist diese Frau? Ist sie mit der Frau verwandt, bei der Dad aufgewachsen ist? Das ist ein toller Zufall vielleicht und deswegen sahen sie sich ähnlich. Schließlich wäre diese Erklärung nicht unmöglich. Ich meine, man hört von lange verschollenen Geschwistern, die zusammen im selben Taco Bell arbeiten, ohne es überhaupt zu wissen. Also wer weiß. Es ist nur, wenn man ihr seltsames Verhalten dazu nimmt, es ist einfach ein sehr großer What-the-fuck-Moment. Seitdem haben wir nur noch beiläufig aus dem Fenster geschaut. Sie war nicht mehr im Hinterhof und hat uns angestarrt. Und wir haben unser Wort gegenüber Papa gehalten und sie in Ruhe gelassen. Der andere Teil von mir kriegt sie aber einfach nicht aus dem Kopf. Ich glaube, Sam kann das auch nicht. Seitdem hat er zweimal in meinem Zimmer geschlafen. Ich glaube, sie beobachtet uns, sagte er dann. Ich fragte ihn, ob er nachgesehen hat, und er sagte nur, auf keinen Fall. So sieht's aus. Ich denke, ich lasse euch wissen, wenn noch was Seltsames passiert. Ich hoffe nicht, denn wir werden für eine lange Zeit in diesem Haus festsitzen. Okay, ihr wolltet alle mehr. Und nun ja, es gibt noch mehr zu erzählen. In der Nacht, in der ich den ersten Teil gepostet hatte, bin ich aufgeblieben und habe mit Sam Mario Kart gespielt. Und während wir da saßen und zockten, hörten wir draußen ein seltsames Geräusch. Es war einer dieser Momente, in denen man den Fernseher stumm schaltet und dann aber nichts mehr hört. Also machten wir weiter mit dem, was wir eben gerade taten. Und dann hörten wir es direkt wieder. Sam sagte, ich sag's dir, sie ist da draußen und macht irgendwas, JB. Und ich bin ehrlich, ich wollte nicht nachsehen, also versuchte ich ihm einfach zu sagen, dass es nur ein Waschbär oder so ist. Wenn du unbedingt nachsehen willst, dann los, geh doch hin, sagte ich ihm und ärgerte ihn etwas. Wir beschließen am Ende, gemeinsam nachzugucken. Und dies war keine besonders kluge Idee. Ich meine, es ist einfacher, zwei Leute zu sehen als ein. Wir wären sicherer gewesen, wenn wir einzeln gegangen wären. Ich schaltete den Fernseher aus, damit kein Licht mehr da war. Und dann sahen wir nach. Sobald wir raussahen, fluchten wir beide und duckten uns sofort. Meinst du, sie hat uns gesehen? Fragte Sam. Sie hat uns nicht gesehen, sagte ich ihm. Sie war da draußen gewesen, aber sie stand mit dem Rücken zu uns. Es sah aus, als würde sie im Garten arbeiten oder so. Denk dran, es war gerade gegen 23 Uhr gewesen. Normalerweise sind die Leute da schon im Bett. Und Barbie, wie wir sie manchmal nannten, war draußen und machte um die Uhrzeit Gartenarbeit? Das war schwer zu glauben. Sie hat gegraben, JB, sagte Sam, und seine Augen bekamen diesen ängstlichen Blick. Wir machten Schere, Stein, Papier, um zu sehen, wer diesmal nachgucken musste. Ich war ein Dummkopf. Ich mache immer Papier und Sam weiß das auch. Also musste ich leider gucken. Sie gräbt tatsächlich, sagte ich zu Sam. Er hatte recht, aber die Art, wie sie grub, war seltsam, denn sie grub richtig. Zwischen ihrem Riesenbaum und unserem Zaun war sie am Arbeiten. Glaubst du, es ist eine Leiche? Fragte Sam. Nein, ich denke, das Loch ist zu klein für eine Leiche, sagte ich ihm. Und was ist mit einer Kinderleiche? Fragte er. Jetzt hör auf, mich zu erschrecken, sagte ich ihm und schnipste ihm am Ohr. Was sollen wir tun? Fragte Sam, so als ob ich eine Ahnung hätte. Ach du Scheiße, sagte ich plötzlich, denn mir war gerade etwas klar geworden. Ich dachte, sie trägt einen engen weißen Anzug oder so. Aber sie trug keinen Anzug. Sie hatte nur einen spitzen BH und eine Unterhose an. Und ist da ein Kinderkörper? Sie ist halbnackt, sagte ich ihm. Sam sprang auf und fing sofort an, mit mir zu schauen. Er ist manchmal so ein Idiot.
und hier sollte er sich eigentlich erschrecken, aber wenn er das Wort nackt hört, dann stand er auf wie ein alter Mann in einer Bingo-Halle, der gerade alle Zahlen in einer Reihe hatte. Sie fing an, etwas in einer Mülltüte in das Loch zu ziehen, und wir beide sahen ihr dabei zu. Wir sahen beide, dass sich etwas in dieser Tüte bewegte. Und ich musste in diesem Moment immer wieder an Red Finney denken. Was, wenn sie damals schuld war? Und was, wenn sie es wieder tut? Wem würden wir es sagen? Sam musste in diesem Moment exakt dasselbe gedacht haben, denn er sagte zu mir, wir müssen das ausgraben. Oh, das hätte ich fast vergessen. Da ist dieser komische Geruch, der aus dem Haus kommt. Nachts ist er noch viel schlimmer als tagsüber. Es riecht jeden einzelnen Tag nach verbranntem Zucker und Plastik. Und ich habe diesen Hund gesehen, der an ihrem Haus vorbei bis auf die andere Straßenseite ging. Ich habe auch nie einen Vogel oder ein Eichhörnchen in ihrem Garten gesehen. Ich weiß, ich mache mir nur Sorgen, aber es ist verrückt. Da ist noch etwas anderes. Ich habe diesen Geruch schon mal gerochen. Wie meine Mutter immer sagt, dass man sich Gerüche besser merken kann als alles andere, fiel mir das hier auch auf. Denn sobald ich diesen Geruch vernahm, bekam ich sofort Bilder von früher in den Kopf. Ich hatte ihn schon mal gerochen, als ich noch sehr jung war. Wir waren mit Papa in einem Friseursalon gewesen. Papa ließ mich zum Automaten gehen, um einen Snack zu holen. Und genau dort roch ich diesen Geruch, der von der anderen Straßenseite kam. Die Tür dort war offen und ich dachte, das musste ein Süßwarenladen sein, weil ich eindeutig Zucker riechen konnte. Ich hatte $2 vom Papa bekommen und nahm diese mit und ging hierüber, um mir dort etwas Süßes zu holen. Und dann hörte ich Papa laut aufschreien. Er schrie laut Nein mir entgegen, aber nicht so, als wäre er böse auf mich, sondern als hätte er Angst vor irgendetwas. Ich rannte umgehend zurück, weil ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Doch sobald ich dort ankam, bekam ich keinen Ärger, sondern er nahm mich einfach nur in den Arm und schaute sich die Stelle an, wo ich eben hingehen wollte. In diesem Moment war ich erschrocken und auch enttäuscht. Ich wollte schließlich unbedingt in diesen Süßwarenladen. Ich schaute mir den Laden auch genauer an und in dem Moment, als ich hinsah, sah ich, wie eine große Schlange aus dem Laden herausschlüpfte und daraufhin die Tür zuging. Ich war verwirrt und hörte nur, wie mein Vater sagte, das ist ein böser Ort. Und nachdem er diese Worte aussprach, brachte er mich zurück in den Friseursalon. Später hatte er mir erzählt, dass sie dort in dem Laden ein vermisstes Kind gefunden haben. Also durfte ich nie wieder einfach so weggehen. An diesen Teil erinnere ich mich nicht zu 100%. Was ich aber noch ganz genau weiß, ist das Gesicht meines Vaters in dem Moment, als er mich gepackt hat, und die Schlange, die ich sah. Wie auch immer, Sam sagte, wir müssen das ausgraben. Ich wollte ihm gerade einen kräftigen Schlag auf die Schulter geben und ihm einfach nur sagen, dass er verrückt ist. Aber ich tat nichts und er auch nicht. Wir waren beide erstarrt, denn nun stand sie da, quasi nicht weit von uns entfernt. Man könnte denken, dass sie uns wieder gesehen hat und uns anstarrte, aber das war nicht der Fall. Sie hatte sich vorgebeugt, um Erde in das Loch zu schaufeln, was sie eben gegraben hatte. Und sie lehnte sich sehr weit nach vorne. So hatten wir einen sehr guten Blick auf die malerischen Aussichten des Grand Canyons, wenn ihr wisst, was ich meine. Sam schnappte sich das Fernglas und jeder von uns schaute von einer Seite aus. Während wir uns umschauten, hörten wir sie lachen. Es jagt mir jetzt noch eine Gänsehaut über den Rücken, wenn ich daran denke. Während sie lachte, füllte sie weiter das Loch. Ich weiß nicht, warum sie es tat. Vielleicht war es nur in meinem Kopf und ich hatte mir das Lachen eingebildet, aber es ergab alles keinen Sinn für mich. Sam zum Beispiel sagte, er wüsste nicht, wovon ich rede. Er hatte das Lachen nicht gehört. Nachdem sie das Loch abgetastet hatte, ging sie wieder rein ins Haus. Und sobald sie weg war, war Sam bereit, rüberzugehen und nachzugucken. Ich versuchte umgehend, ihm das auszureden und sagte, dass wir stattdessen Papa Bescheid sagen. »Ich gehe mit oder ohne dich«, sagte Sam. Also sagte ich ihm, er solle dann gehen, wenn er das machen will. Und ich fragte ihn auch gleichermaßen, was für Blumen er bei seiner Beerdigung haben möchte. Denn Papa würde ihn umbringen, wenn er erfährt, dass er rübergegangen war.
Aber Sam sagte einfach nur Tschüss und ging die Treppe runter. Ich hätte ihn am liebsten in diesem Moment erwürgt. Aber mir war in diesem Moment klar, dass ich ihn nicht alleine gehen lassen kann. Wir kamen nicht an Papas Schaufeln heran, ohne Lärm zu machen. Und wir konnten deswegen nur Mamas kleine Gartenschaufel holen. Dann kletterten wir über den Zaun in unseren eigenen Garten und rüber auf ihr Grundstück. Wir hätten auch einfach herumlaufen können, aber dann könnten wir eher gesehen werden. Wir versuchten, so schnell es ging, zu graben. Wir wussten, dass sie nie schläft, also könnte sie jeden Moment wieder rauskommen. Aber heute Nacht war es scheinbar anders. Heute war die erste Nacht, seit wir eingezogen sind, in der alle Lichter in ihrem Haus ausgewesen sind. Wir hatten Glück gehabt. Das Graben mit der blöden kleinen Schaufel dauerte ewig, also fing ich an, mit den Händen mitzuhelfen. Und bald spürte ich das Plastik und zog es langsam hoch. Kaum hatte ich es geschafft, ging im Haus von ihr das Licht an. Ich schaute auf und sah, dass Sam auf die Hintertür zuging. Ich packte ihn von hinten an der Hose und zog ihn wieder zu mir. Was zum Teufel? Wir müssen hier weg! Er hatte diesen ausdruckslosen Gesichtsausdruck, als ich mit ihm sprach. Fast so wie sie, als wir uns bei ihr entschuldigt hatten. Ich gab ihm eine Ohrfeige und sagte nur, lauf! Und er tat es. Wir machten uns nicht mal die Mühe, das Loch zuzuschütten. Wir sprangen über den Zaun und hauten einfach nur ab. Als wir im Haus angekommen waren, dachten wir, Scheiße, was ist, wenn das die Leiche eines Kindes war und jetzt ist sie in unserem Haus? Da ich die Tüte in der Hand hielt, war ich auch der Verantwortliche, der sie öffnen musste. Was auch immer sich im Inneren bewegt hatte, war nicht mehr da. Ich riss das Plastik auf und schaute hinein. Eine große, böse Schlange fiel heraus. Sie schlängelte sich ein wenig herum, bis wir sie dazu brachten, durch die Hintertür zu verschwinden. Sam sah mich an, als ob hier etwas nicht stimmt. Wer vergräbt denn um Mitternacht eine lebendige Schlange in einer Plastiktüte? Was für eine Art von Voodoo-Zauber ist das? Und wieso war hier schon wieder eine Schlange? Als wir uns beruhigt haben, sah ich in der Tüte nach. Da ist eine von diesen Letterman-Jacken. Und in der Letterman-Jacke war etwas eingewickelt. Es ist sicher ein Kind, sagte Sam und ich dachte, er würde gleich ohnmächtig werden. Nein, ich glaube, es ist eine Schachtel, sagte ich ihm. Und das war es auch. Es war eine Holzkiste. Und in dieser Holzkiste befanden sich ein paar Zähne, Bilder und ein altes Plastikfernglas. Seltsam, sagte ich und Sam schaute nur ungläubig in die Kiste rein. Die Bilder waren alle ziemlich alt und zeigten jung. Von Jungs in meinem und Sams Alter, Teenager. Keiner von ihnen sah aus, als wüsste er, dass er fotografiert wurde. Die meisten von ihnen standen auf der Straße. Ein paar schienen in ihren Häusern zu sein. Und ich erkannte eine Person am Telefon. Erkennst du den auch? Fragte ich Sam. Ja, das ist Papa, oder? Sagte er zu mir. Einer der anderen Jungen hat die Jacke an, die wir aus der Tasche gezogen haben. Es ist die gleiche Jacke auf dem Foto, die ich nun auch in den Händen hielt. Ich sagte zu Sam, das muss sie wirklich sein, oder? Er nickte, sagte aber nichts. Wir dachten es beide. Wir dachten aber auch, dass es nicht möglich sein kann. Sie müsste schließlich über 70 Jahre alt sein, wenn sie, wie Papa sagte, wirklich damals schon erwachsen war und genauso aussah wie heute. Kein Botox lässt eine Oma so aussehen, wie sie aussah. Ich schätze, es könnte immer noch irgendwie ihre Tochter sein, aber warum vergräbt sie das Zeug nach all der Zeit? Das ergab doch überhaupt keinen Sinn. Wir waren uns einig, dass wir es Papa zeigen mussten. Und das hatten wir dann auch gestern Morgen getan. Und glaubt mir, er war sauer. Wir haben unsere Fensterprivilegien verloren. Schon mal was von Hausarrest gehört? Er klebte unsere Fenster mit Pappe zu. Danach hat er uns auf einen Ausflug mitgenommen. Wir fuhren einfach herum und er redete. Wir saßen da und hielten den Mund. Mein ganzes Leben lang lebte ich in Mietwohnung, sagte er. Ich habe immer Mietern jemanden gezahlt, aber nichts für mich selbst. Das ist das erste Mal, dass ich eine eigene Wohnung hier habe. Ihr Jungs wisst das.
Wir gehen nirgendwo hin. Wir bleiben hier. Ihr müsst euch von dieser Frau nebenan fernhalten. Haltet euch von ihrem Haus fern, von ihrem Garten und guckt euch nicht die ganze Zeit ihre Brüste an. Davon gibt's heutzutage schon genug im Fernsehen. Habt ihr mich verstanden? Wir hatten ihn verstanden. Papa hatte uns schon viele Reden gehalten. Er ist wie Obama, was die Reden angeht, aber so eine hat er uns noch nie gehalten. Red Finney war nicht so dumm, sagte er. Er war dumm, aber er war dumm, weil er immer auf mich gehört hat. Red dachte, Thaddäus sei der klügste Junge, den es je gab. Ich war der dümmste von allen. Ich war derjenige, der ihn angestiftet hat. Er fuhr auf den Parkplatz des Casinos und hielt an. Nachdem wir den Schrei gehört hatten, spionierte ich die ganze Zeit das Haus aus. Ich hatte mein billiges Fernglas. Ich habe diese Frau gesehen, nur ihre Gestalt. Und schließlich gingen eines Nachts alle Lichter aus. Ich rief Red in diesem Moment an und wir fuhren hin. Eines der hinteren Fenster war weit offen gelassen worden. Wir brauchten nicht einmal einzubrechen. Wir mussten nur einsteigen. Und da war dieser komische Geruch. Man hat sich fast daran verschluckt. Und oben hörten wir ein Schnarchen. Red sagte, er würde die untere Etage und den Keller nehmen. Und ich könnte mir die beiden oberen ansehen. Ich schaute in all diese Zimmer. Es waren leere Schlafzimmer. Aber aus einem hörte ich das Schnarchen und diese kleinen weiblichen Stöhngeräusche. Ich hatte das Mädchenfieber, also beschloss ich, in das Zimmer zu spähen. Ich ging ganz langsam rein. Ich hatte höllische Angst, aber ich hatte in mir die Hoffnung, sie gleich auf dem Bett zu sehen, ausgestreckt in einem winzigen Nachthemd. Aber das war nicht, was in diesem Raum sich befand. Denn als ich reinging, sah ich, dass niemand in dem Bett gelegen hat. Es war eine Schallplatte. Eine Schallplatte, die die ganze Zeit die Geräusche abspielte. Ich sagte mir dann, dass ich dumm war und dass Red dumm ist. Und ich war mir sicher, dass wir beide einfach nur Idioten gewesen sind und wir gleich wirklich Ärger bekommen würden. Ich sah dann diese Bilder um den Plattenspieler herum. Es waren dieselben, die du in der Schachtel gefunden hast. Ich versuchte, mich umgehend rauszuschleichen und Red zu holen. Die Tür ließ sich nicht aufschieben. Ich drückte fester und sie bewegte sich. Und dann hörte ich dieses Lachen. Der alte Mann presste sich gegen die Tür. Und jetzt war ich so erschrocken, dass ich wütend wurde. Ich schrie, »Was zum Teufel machst du da, du altes Ekel?« Und er sagte mir dann, er habe ein paar Süßigkeiten für mich. Aber er hielt ein Holzmeißel in der Hand. Ich rannte raus und hörte Red aus dem Keller schreien. Und dann hörte es auf. Red antwortete mir nicht mehr. Und ich hörte jemanden kommen und laut lachen. Ich dachte in diesem Moment, ich würde sterben. Das Fenster, durch das ich gekommen war, war jetzt fest verschlossen. Also war ich durch das Ding durchgekracht. Ich habe immer noch die Narbe am Hintern von dem Moment, als das kaputte Glas mich schnitt. Ich ging umgehend weg. Ich erzählte alles, was ich konnte, ohne mich selbst zu belasten. Vielleicht hätte ich damals mehr sagen sollen. Vielleicht wäre Red heute noch am Leben, wenn ich alles erzählt hätte, was damals passiert ist. Aber das ist etwas, womit ich bis heute leben muss. Er könnte noch am Leben sein, antwortete ich meinem Vater. Sohn, das war Reds Jacke, die du gefunden hast. Er hat sie an diesem Tag getragen. Dieser Ort, in dem wir waren, er war böse. Und diese Frau ist auch böse. Wir fuhren zurück nach Hause und sagten kein weiteres Wort. Seitdem sehen wir uns das Haus nicht mehr an. Ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich eine Pause brauche. Aber ich habe morgen Schule und ich muss jetzt noch ins Bett. Ich werde so schnell wie möglich mehr Informationen euch bieten. Bitte habt Geduld. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich möchte euch mehr Informationen bieten? Ich habe versucht, mich umzuhören, aber es ist gar nicht so einfach, wenn ich niemanden an diesem Ort kenne und das Schuljahr schon fast vorbei ist. Ich sprach heute mit diesem einen Typen und er sagte, ich solle am Wochenende vorbeikommen. Er fragte mich, wo ich wohne. Ich sagte ihm die Straße und erzählte ihm von der Frau nebenan. Und er sagte nur, »Oh, verdammt,
Du meinst die Straße mit dem großen Mädchen? Dieser Typ, Paul heißt er, sagte mir, ich müsste mit Darnell reden. Ich weiß nicht, wer das ist. Während wir gingen, sagte er, dass sie alle von ihr wissen. Darnell hat sie zuerst gesehen, weil er eines Nachts herumfuhr und sah, wie sie ihren Müll auf die Straße brachte, und bei ihrem Anblick wäre er fast gegen einen Baum gefahren, weil sie so gut aussah. Er wendete und fuhr dann weiter vorbei und sagte, sie sei nicht böse, sondern hätte freundlich da gestanden und gewunken. Am nächsten Tag erzählte er allen, ich habe dieses schöne Stück in diesem winzigen Kleidchen gesehen und diese großen Melonen und ein Kürbisarsch. Und alle sagten nur, Melonen und Kürbis? Wovon sprichst du? Und er sagte, na eben ein Kürbisarsch, weil er so groß war wie ein Kürbis. Ich versuchte, Paul ein paar richtige Fragen zu stellen, aber er hatte jetzt nichts Sinnvolles mehr im Kopf gehabt und dachte nur an die Frau. Er erzählte mir, dass Darnell ihn und einige weitere Freunde jeden Tag mitgenommen hatte, um am Mittagessen an ihrem Haus vorbeizufahren. Das Ganze war vor circa einem Monat. Ich fragte ihn, warum sie damit aufgehört hatten, und er sagte, dass Darnell eines Tages zu ihm kam und sagte, er hätte es endlich geschafft, bei ihr zu landen. Aber danach war er nicht mehr derselbe. Wir gingen raus und fanden Darnell auf dem Parkplatz. Er saß in seinem Ford Mustang und ein paar andere Typen waren auch dort. Paul erzählte Darnell, dass ich neben dem Kürbisarsch wohne, und Darnell sagte nur, »Und? Warst du schon drin?« »Ich bin heiß auf Informationen, mein Freund.« Da ich nicht wie ein Verlierer klingen wollte, sagte ich einfach nur, noch nicht, um möglichst normal zu wirken. Daraufhin antwortete Darnell, »Du verpasst was, mein Freund. Du denkst, das Äußere von ihr ist gut? Die ist von innen noch besser. Glaub mir, die beste, die ich je hatte.« Die Kerle um ihn herum sagten, noch besser als Lefty, aber er machte einfach weiter. Sie will es so sehr, dass sie mich reinzieht und ihre Klamotten auszog. Ich war in ihr und sie bettelte mich an, langsam zu machen. Ihr wisst, wie sich das anfühlt, oder? Klar, sagten einige der Kerle, wobei ich das Gefühl hatte, dass sie logen. Ich sag's dir, Mann, es fühlt sich an, als wären da all diese winzigen kleinen Hände drin. Tausende von ihnen und sie alle massieren und reiben ein. Winzig kleine Hände? Sagte einer seiner Kumpels. Bist du sicher, dass es nicht deine waren? Sie lachten ihn aus. Er wurde wütend und dann sah er aber, dass ich nicht lache. Ihr Typen habt doch gar keine Ahnung, wovon ich rede. Aber dieser Junge hier, er zeigte auf mich, der versteht, was ich meine. Nein, sagte ich. Und ich glaube, du hast es auch nicht verstanden. Nennst du mich gerade einen Lügner? Ich denke schon, sagte ich. Denn wenn du da reingegangen wärst, hättest du dich amüsiert und wärst vielleicht aber nie wieder rausgekommen. Er schubste mich gegen ein anderes Auto, nachdem er ausgestiegen war, und redete auf mich ein. Niemand von den Leuten, die dort waren, half mir. Und als mir das Ganze zu unsicher wurde, war ich einfach weggelaufen. Papa hat an sich nichts dagegen, wenn ich mich prügle, solange es sich lohnt und es für einen guten Zweck ist. Und in diesem Fall wusste ich nicht, ob das ein guter Zweck war. Als die Schule vorbei gewesen ist, kam Darnell und fragte mich, ob ich mitfahren wolle. Ich sagte ihm nur auf keinen Fall, aber er sagte, er müsse mir etwas sagen und es gehe dringend um diese Frau. Darum stieg ich in sein Auto ein und er sagte, dass ich das, was er mir erzählt, niemandem weitergeben darf. Ich würde die ganze Zeit dort vorbeifahren. Jede Ausrede nutzen, verstehst du? Sagte er. Als ob sie wüsste, wann ich komme, hat sie jedes Mal irgendwas gemacht. Ihre Augen sagten, komm rein, Darnell, komm rein zu mir. Und ein Teil von mir dachte, das ist zu schön, um wahr zu sein. Und ein anderer Teil, ein sehr großer Teil, dachte, verdammt nochmal, ja. Eines Tages hatte ich genug von diesen Spielchen. Also hörte ich auf, ging hoch und klopfte. Sie stand vor der Tür und hatte fast gar nichts an. Ich dachte, wenn es eine Lotterie hierfür gäbe, dann hätte ich gerade den Mega-Millionen-Jackpot geknackt. Ich sagte ihr gerade heraus, dass ich schon genug ausprobiert habe und ziemlich erfahren bin. Und sie sagte, ob sie etwas dagegen tun sollte. Es hörte sich an, als würde sie spielen, aber so wie sie es gesagt hatte, hätte es auch einfach das Wetterradio sein können. Verstehst du, Mann? So als ob sie einfach irgendetwas runterrattert, was sie ablesen würde. Sie brauchte nicht zweimal zu fragen.
Ich hatte sofort meine Hände draufgelegt und die Tür hinter mir geschlossen. Sie fühlte sich kalt an. Ich sagte ihr, ich werde sie gut aufwärmen. Es ist wirklich seltsam, denn auf diesen Spruch von mir, sowie auf meine Berührung, reagierte sie überhaupt nicht. Ich drückte ihre Brüste und sie dachte nicht eine Sekunde daran, was gerade passierte. Ich fragte sie, ob ich fester drücken sollte, aber sie sagte nur, ich solle kurz warten. Ich stand minutenlang da und meine Geduld war fast am Ende. Ich hörte nichts mehr, als wäre sie einfach verschwunden. Nur normale Hausgeräusche waren da, weißt du? Eine tickende Uhr, ein tropfender Wasserhahn und dann dieses Glucksen. Ich fragte mich, was sie wohl vorhatte. Ich rief nach ihr, aber sie antwortete nicht. Und dann hörte ich einen dumpfen Schlag. Also ging ich nachsehen. Als ich an der Treppe ankomme, fing das Flüstern an. Ich hatte das Gefühl, als ob jemand mit mir reden würde. Ich dachte, vielleicht höre ich gerade, dass sie telefoniert, vielleicht mit ihrem Ehemann, und sie versucht, eine Ausrede zu finden, dass sie mit mir gerade zu Hause ist. Ich ging weiter die Treppe hinauf und erst da bemerkte ich, dass noch jemand im Haus war. Wer auch immer dies gewesen ist, die Person klang wie eine Elfe oder so. Ich weiß nicht genau, aber ich hörte ein Lachen und dieses Lachen wirkte so unnatürlich, so unmenschlich und es brachte mich auf eine seltsame Art und Weise zum Ausflippen. Ich ging in dieses eine Zimmer mit einer Couch und einem alten Fernseher. Das Geflüster hörte sofort auf da. Sofort. Ich bekam sehr schlechte Schwingung, ein übles Gefühl. Und dann sah ich sie dort, ihren Hinterkopf. Sie saß einfach auf der verdammten Couch und sah fern. Ich dachte mir, was zum Teufel soll das? Ich dachte, wir beide würden jetzt Spaß haben, aber sie geht einfach weg, um Fernsehen zu gucken? Ich ging zu ihr hin und sagte, hey. Sie drehte sich um und ich bemerkte, dass sie das gar nicht gewesen ist. Auf dieser Couch saß ein verdammt gruseliger alter Mann, der ihre Haare und ihr Kleid trug. Und er sah mich direkt an und lachte. Ich schreckte natürlich zurück und fragte ihn, ob er das lustig findet. Ich fragte ihn, wo die Frau ist, die mich reingelassen hat. Und er deutete einfach nur hinter mich. Ich drehte mich um und sah eine geschlossene Tür. Als ich mich wieder umdrehte, in diesen wenigen Sekunden, hatte sich der alte Kerl auf mich rangenähert und er war nur noch eine Armlänge entfernt gewesen. Ich konnte ihn riechen und das erschreckte mich zu Tode. Mann, ich schwöre dir, das, was ich dir gerade sage, ist wahr. Ich schaue ihm also über die Schulter und was auch immer er da im Fernsehen gesehen hat, sieht uns jetzt. Es ist wie eine Talkshow, aber die Leute dort starren nur in die Kamera und sagen kein Wort. Ich meine, was für eine Show soll das denn sein? Der alte Mann fängt wieder an, hinter mich zu zeigen, zu nicken und zu lachen. Seine Augen sind die verrücktesten Augen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte hinsehen, aber auf keinen Fall werde ich meine Augen wieder von diesem gruseligen Mistkerl abwenden. Da kann er noch so oft hinter mich zeigen. Also verlasse ich vorsichtig den Raum. Und er sagt zu mir, mit dieser Stimme, als hätte er ein Rauschen drüber oder so, du hast die richtige Wahl getroffen. Bis dahin hatte ich nicht einmal bemerkt, dass er einen Korkenzieher in der Hand hatte. Ich bin danach sofort abgehauen. Wir fuhren nun um denselben Block, während er diese gesamte Geschichte erzählte. Ich hatte das Gefühl, dass er mir etwas verheimlichte, also sprach ich ihn darauf an. Okay, sagte er. Mein Großvater hat mich großgezogen, als ich noch ganz klein war. Meine Eltern sind einen Dreck wert, deshalb hat er es getan. Er ist jetzt seit einem Jahr tot. Auf dem Weg nach draußen habe ich ihn gerochen. Derselbe Geruch wie immer im Haus meines Großvaters. Ich hätte mich fast umgedreht und nachgesehen, ob er da ist, aber ich tat es nicht. Ich glaube nicht an diesen Geisterscheiß. Ich hatte solche Angst, dass ich es mir eingebildet habe. Er setzte mich ganz am Ende meiner Straße ab, weil er nicht in die Nähe des Hauses wollte. Er sagte mir, ich solle unbedingt vorsichtig sein. Ich sagte, ich würde es so gut es ging versuchen. Sam hatte ich nicht erzählt, was Donnell gesagt hatte. Er sollte sich nicht noch mehr aufregen, als er es ohnehin schon tat. Nicht, dass es viel geholfen hätte. Gestern Abend hat Sam in seinem Zimmer Animes geguckt und ich habe mit ein paar alten Freunden in meinem Zimmer gefacebookt.
Sam kam in mein Zimmer und er sah aus wie ein Geist. JB, sagte er, sie steht direkt vor dem Fenster. Kumpel, du hast die Pappe nicht abgenommen, oder? Fragte ich ihn. Wir beide taten eigentlich immer brav, was Papa uns sagte. Und seitdem er uns sagte, wir sollen aufhören, uns mit dieser Frau zu beschäftigen, habe ich sie nicht einmal mehr angesehen. Ich habe viel über sie nachgedacht, natürlich, aber ich habe nie hingeschaut. Sam sagte nur, nein, ich habe nur was gehört. Ich ging zurück in Sams Zimmer und stellte mich vor den Karton. Ich sagte ihm, dass ich nichts höre und er sich das Ganze wahrscheinlich einbildete. Also sagte er mir, ich solle bitte ganz genau hinhören und den Atem anhalten. Und das tat ich. Und in dem Moment, wo alles in unserem Raum still wurde, hörte ich etwas. Es klang, als würde jemand schwer am Telefon atmen. So wie aus einem Film, wo man ein Telefongeräusch über die Stimme legt. Das ist bestimmt nur der Wind in den Bäumen, sagte ich ihm. Entspann dich einfach. Ich ging zurück in mein Zimmer und ein paar Minuten später war Sam wieder da. Ich sah ihn genervt an und sagte nur, komm schon, Mann. Denn er benimmt sich, als wäre er 5 Jahre alt. Er flehte mich an, mit ihm in seinem Zimmer abzuhängen. Und als ich reinkam, war das Atemgeräusch weg. Ich setzte mich einfach auf sein Bett und spielte etwas auf meinem Handy. Und dann hörte ich ein Kratzen an der Pappe. Als ob das Fenster hochgezogen worden wäre. Ich erstarrte und Sam sah mich nur an. Und genau in dem Moment, wo wir beide uns still ansahen, fing das Atmen wieder an. Wir sagten kein Wort. Dafür waren wir zu verängstigt. Ich stand vom Bett auf und näherte mich langsam dem Karton. Sam schüttelte den Kopf, aber ich legte mein Ohr ganz dicht an die Pappe. Zuerst hörte ich gar nichts. Und dann eine Stimme. Wie geht's, Danell? Als ich diese Stimme hörte, trat ich einen Schritt zurück. Ich sagte sofort, dass wir Papa holen sollten. Aber Sam starrte nur auf die Pappe, als würde er sich gleich einpinkeln. Ich drehte mich um und sah 2 Finger, die durch eine Lücke im Klebeband hindurchstachen. Sie zogen sich zurück und ich hörte laut jemanden lachen. Ich konnte diese ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin immer noch total ausgeflippt. Wir haben es umgehend Papa erzählt. Ich hatte ihm auch von Danell und seinen Geschichten erzählt und ich habe ihn noch nie so wütend erlebt. Ich glaube, er wird sich überlegen, ob er das Haus vielleicht doch verkauft. Aber am folgenden Montag geschah noch etwas. Als ich an diesem Montag von der Schule nach Hause kam, war Sam bereits da. Seine Schule ist näher an meinem Zuhause dran als meine. Sobald ich hereinkam, packte er mich am Hemd und zerrte mich in sein Zimmer. Er flüsterte mir zu, JB, was sollen wir denn jetzt tun? Und ich sagte, getrennte Wege gehen. Dann hielt er mir diesen Schlüpfer vor die Nase. Dieser Schlüpfer, diese Unterhose, hatte Spitze und war rot. Ich glaube nicht, dass sie dir passen sollten, sagte ich hämisch. Er sagte, er hätte diese Unterhose in seiner Schultasche gefunden. Er zeigte mir, dass auf dem Hintern mit einem Edding oder so etwas Help Me geschrieben stand. Was machen wir denn jetzt, JB? Wir wissen beide, woher diese Unterhose kommt. Ich weiß, was ihr jetzt alle sagen wollt. Dass wahrscheinlich die Möglichkeit, sie wiederzusehen, mich dumm gemacht hat. Als ob gerade ein Geruch in meine Nasenlöcher hochgekrochen wäre und dort in meinem Gehirn ein paar Haken ausgeworfen hätte. JB hat den Verstand verloren. Ich selbst bin nicht mehr bei Sinn, das gebe ich zu. Aber in diesem Fall musste ich meinem Bauchgefühl vertrauen. Die Geschichten über den unheimlichen alten Mann und seinen leeren Blick, sie wirkten real und glaubwürdig. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie Teil von diesem bösen Machwerk ist. Aber was, wenn auch sie ein Opfer ist? Müssten wir dann nicht versuchen, ihr zu helfen? Es kann sein, dass ich ein bisschen verrückt klinge, aber wenn jemand in Gefahr ist, sollten wir versuchen zu helfen, so gut es ging. Wir müssen es Papa zeigen, oder? Sagte Sam, aber seine Augen flehten mich an, Nein zu sagen. Wenn wir es Papa zeigen, wird er unfassbar wütend werden, sagte ich. Du weißt doch, was er jetzt schon von uns denkt. Das Ganze wirkt nicht wie eine Falle auf mich, sagte er und er wirkte sehr verunsichert. Und ich musste zustimmen. Ich war mir auch unsicher, ob es wirklich eine Falle war, die uns hier gestellt werden sollte. Aber jetzt war der Zeitpunkt getroffen, wo ich eine Entscheidung treffen musste.
Sam sollte den Slip unter seiner Matratze verstecken. Und ich würde nachsehen, ob sie uns verarscht. Niemand durfte Papa etwas sagen. An dem Abend brachte ich den Müll raus. Auf dem Weg zum Mülleimer steckte ich die Unterhose in ihren Briefkasten. Ich hatte draufgeschrieben, 2 Uhr morgens, Seitentür der Garage. Das stimmt, da war viel Platz auf der Unterhose. Überlegt euch das mal. Ich hatte mir einen Wecker gestellt, um 2 Uhr aufzuwachen. Aber ich konnte diese Nacht ohnehin nicht schlafen. Und Sam auch nicht. Ich ging in sein Zimmer und wir warteten darauf, dass es endlich 2 war. Es war eine Schulnacht, also mussten wir ganz leise sein. Sam flüsterte, »Was, wenn Dad recht hat?« Ich sagte, »Dann sind wir wohl aufgeschmissen.« Er flüsterte wieder, »Und wenn Papa Unrecht hat?« »Vielleicht sind wir dann am Arsch.« Das brachte ihn zum Lachen und er entspannte sich ein bisschen mehr. Um 1.55 Uhr ging ich auf Klo, weil ich nervös war. Ich brauchte nur ein paar Sekunden und als ich rauskam, war Sam wie erstarrt. Und sie stand in Sams Schlafzimmer. Sie hatte dasselbe Spitzenkleid an, das man Negligé nennt, glaube ich. Denn es ist, als hätte sie es versäumt, sich überhaupt etwas anzuziehen. Ich war in diesem Moment, wo ich sie sah, zu schockiert, um mich zu freuen. Sie sagte ein paar Dinge und ich war nicht mal in der Lage, ihr zuzuhören. Aber ich habe umgehend die Tür zugemacht und wir haben uns an Sams Bett gekuschelt. Ich schätze, das war es, worum sie mich gebeten hatte. »Wie kommt es, dass du dich auf einmal so normal verhältst?«, fragte ich sie. »Du warst mir verdammt unheimlich. Du hast uns hinter dem Baum beobachtet.« »Das war nicht ich«, sagte sie. »Das war er. Er sieht manchmal genauso aus wie ich.« »Wer?«, fragte ich. »Pross. So nennt er sich selbst. Er hat angefangen, irgendwelche Anfälle zu haben.« Sie redete leise, so als ob Pross, wie sie ihn nannte, nur ein paar Meter entfernt wäre. »Es fing vor ein paar Tagen an. Wenn er kommt, dann kann ich nicht selbstständig denken. Das erste Mal war in der Nacht, als ich das Zeug im Garten vergraben habe. Das war eine Warnung. Ich weiß, dass ihr mich beobachtet. Das sollt ihr auch. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr mir beim Graben zuseht. Warum habt ihr nichts dagegen unternommen?« Als sie dies sagte, kamen wir uns ziemlich blöd vor. Aber es machte absolut Sinn. Sie wollte, dass wir es ausgraben. Wenigstens können wir sagen, dass es Papas Schuld ist, warum wir nichts unternommen haben. Sam meldete sich umgehend zu Wort. »Du kennst doch unseren Vater, oder? Kannst du uns erzählen, was mit seinem Kumpel damals passiert ist?« Sie sah traurig aus, als Sam das fragte. Ich gab ihm einen Klaps auf den Arm, weil er sie traurig gemacht hatte. Verdammt, sie sah wirklich gut aus. Und während wir dort saßen, lenkte mich das die ganze Zeit ab. Aber sie antwortete. Sie sagte eine ganze Menge Dinge und ich werde versuchen, es in ihren Worten wiederzugeben, so gut ich mich erinnere. Es war etwa so. »Ich merke, dass ihr mir nicht glaubt. Deshalb will ich euch etwas erzählen, was ich noch nie jemandem erzählen konnte. Ich war noch ein kleines Mädchen und lebte in einer heruntergekommenen Wohnung in Denver. Meine Eltern waren viel unterwegs, machten Gelegenheitsjobs. Ich bemerkte immer dieses kleine Loch in der Wand in meinem Schlafzimmer. Manchmal hörte ich nachts merkwürdige Geräusche aus diesem Loch, wie Stöhnen, Heulen und Kichern, aber alles sehr, sehr leise. Ich glaubte, dass einige unserer vielen seltsamen Nachbarn das taten, oder vielleicht ihre Haustiere oder Fernsehgeräte. Eines Nachts schienen die Geräusche viel näher zu sein als sonst. Ich starrte stundenlang auf dieses Loch. Kennt ihr das, wenn ihr in einem dunklen Raum auf einen Punkt starrt und alles um euch herum dunkler werden zu scheint? Dann war da plötzlich dieses weiße Gesicht, das zu mir aufschaute. Es sah mich aus dem Inneren des Lochs an. Ich hatte geschrien, aber ich hatte zu viel Angst, um mich zu bewegen. Meine Eltern waren beide weg, also kam niemand, um mir zu helfen. Dieses Gesicht beobachtete mich weiter. Das Loch war ungefähr so groß wie eine Kaffeetasse. Ich konnte nicht sein ganzes Gesicht sehen, nur Teile einmal einzeln. Seine grinsenden Augen oder seine Nase oder auch zum Beispiel seinen Mund. Und dann fing dieses Gesicht an, mit mir zu reden. Es sagte, ich solle mich gefälligst entspannen und es sei nur mein Nachbar und er habe dieses seltsame Loch in meiner Wand bemerkt. Ich seufzte sofort erleichtert auf. Es war mir immer noch unangenehm, dass dieser Mann in mein Schlafzimmer schaute. Aber wenigstens verstand ich jetzt, warum das geschah.
Ich erzählte ihm, dass das Loch schon seit langem da war. Er fragte, ob ich es gemacht hatte und ich sagte nein. Dann fragte er mich, wo meine Eltern seien und ich sagte die Wahrheit. Er sagte, ich solle rüber zu ihm kommen. Komm auf die andere Seite, sagte er durch das Loch mir entgegen. Er war schon sehr lange mein Nachbar, ich könnte ihm vertrauen. Dies waren seine Worte, ich solle unbedingt rüberkommen. Wir waren erst vor ein paar Monaten dort eingezogen, also wusste ich nicht genau, wovon er sprach. Er sagte, ich solle doch wenigstens durch das Loch mal schauen. Ich wollte schon gehen und da hörte ich ihn kichern. Dasselbe Geräusch, das ich schon einmal gehört habe. Ich wusste, dass mit der Situation etwas nicht stimmte, also warf ich ein Kissen vor das Loch. Ein paar Sekunden lang hörte ich ihn nicht. Dann schrie er diesen furchtbaren Schrei, so als ob gerade ein Zug mit quietschenden Reifen bremsen würde. Ich hielt mir die Ohren zu, weil es so weh tat, bis es aufhörte. Und dann hörte ich ihn mit einer anderen Stimme, wie ein zerbröckelndes Gebäude, reden. Du dachtest, der Hund leckt an deinen Füßen, aber ich war es. Ihr müsst hierzu wissen, wir hatten einmal einen kleinen Pomeranian. Und häufig, wenn ich schlief, hatte ich meine Füße außerhalb des Bettes gehalten. Und in manchen Nächten spürte ich, wie mein Hund an meinen Füßen leckte. Und immer wenn dies passiert ist, hatte ich gekichert und meine Füße eingezogen unter die Bettdecke. Der Hund durfte nie in mein Zimmer. Daran habe ich mich damals erinnert. Ich hatte vorher diese Punkte nie zusammenfügen können. Mir ist nie aufgefallen, dass meine Zimmertür zu war und der Hund gar nicht in meinem Raum sein konnte. Doch jetzt verstand ich, was los war. Oh Gott. Ich ließ das Kissen in dem Loch an der Wand liegen und lief dann in die Küche, um zu weinen. Ich hatte noch nie so viel Angst gehabt wie in diesem Moment. Ich hab's natürlich meinen Eltern erzählt. Mein Vater hat mit dem Hausbesitzer gesprochen. Sie kamen sehr besorgt in mein Zimmer. Und als er das Loch erwähnte, sagte er, meine Geschichte sei erfunden. Mein Vater wurde wütend und schrie den Besitzer an. Der Besitzer sagte, ich sei ein Lügner, weil auf der anderen Seite der Mauer niemand wohnte. Er kann es garantieren, denn es ist keine angrenzende Wand. Es ist eine Rigipswand, dann eine Ziegelwand und dann eine Außenwand. Mein Vater sagte, dass das nicht wichtig ist. Er forderte auf, dass man die Rigipsplatte abnimmt und danach guckt, ob vielleicht zwischen den Wänden ein Zwischenraum ist. Mein Vater war mein Held. Und sie haben tatsächlich die Rigipsplatten heruntergenommen. Und dahinter war ein enger Raum. Ich war ein kleines Mädchen. Ich hätte nicht reingepasst. Kein erwachsener Mann hätte da reingepasst. Das Einzige, was dort drinne war eine Schlangenhaut. Jahre später fand mich dieser Mann wieder. Aber darüber möchte ich bitte nicht sprechen. Das war ihre Geschichte. Das ist schon eine seltsame Sache. Ich sagte ihr, wenn das auch nur halbwegs wahr sei, müsse sie weglaufen, solange sie noch könnte und zur Polizei gehen. Aber sie sagte, er würde schon nach ihr suchen. Sie müsse sich unbedingt für die Nacht verstecken. Also habe ich ihr versprochen, dass sie in meinem Zimmer bleiben kann, wenn sie am nächsten Tag früh morgens zur Polizei geht. Und sie sagte, das sei okay. Sam war nicht so glücklich darüber. Er kam zu mir und sagte, warum muss sie in deinem Zimmer bleiben? Sie hat mir den Schlüpfer gegeben, weißt du noch? Also machen wir Stein, Schere, Papier. Diesmal hatte ich eine gute Motivation, weißt du, was ich meine? Ich habe dieses Mal Stein genommen und hatte gewonnen. Ich habe einen ziemlich großen Schrank, also habe ich ihr dort einen Platz zum Schlafen eingerichtet. Denn wenn Papa sieht, dass sie da ist, dann war's das. Sie fragte, ob mein Vater sauer sein würde, und ich antwortete, sauer? Weißt du, wie es ist, wenn man sich den eigenen Fuß abbricht? So ähnlich fühlt sich das an, wenn mein Vater wirklich wütend ist. Jetzt legte ich mich aufs Bett und versuchte zu schlafen. Aber wie soll ich denn schlafen, wenn sie in meinem Schrank lag? Ich musste daran denken, was Darnell gesagt hatte. Dieser Mega-Million-Jackpot. Und das stimmt ungefähr. Dieses Gefühl hatte ich auch gehabt und ich weiß, wie dumm das klingt. Ich muss schon seit einer Stunde oder so an die Decke gestarrt haben, aber ich spürte plötzlich, wie sie neben mich aufs Bett krabbelte. Sie sagte leise, »Bist du noch wach?« Ich fragte sie, wer zum Teufel dieser alte Mann überhaupt ist. Ich wollte weitere Informationen haben. Sie sagte wieder, »Pross.« »Und was will Pross von mir? Warum entführt er sie? Und was ist mit Red Finney damals passiert?«
Sie erzählte mir, dass er von Stadt zu Stadt zieht. In jedem Ort nimmt er ein Kind mit. Normalerweise ein Teenager. Meistens einen Jungen, weil sie für Jungs ein gefundenes Fressen ist. Dann gehen sie woanders hin und machen dort exakt das gleiche weiter. Sie fungiert also quasi als sein Köder, um junge Männer ranzuziehen, dass sie sich in die Wohnung trauen. Und was passiert mit den Leuten, die in die Wohnung kommen? Sie sagte, er denkt nicht so, wie wir denken. Vor langer Zeit war er in einem Wald im Norden. Er tötete jemanden und versuchte, sich dann in Kanada zu verstecken. Als er in den Wäldern war, fand er etwas. Ihm wurden Dinge gezeigt. Ich verstehe das selbst alles nicht, sagte sie. Aber er benutzt sie irgendwie. Für sein Leben. Mich bewahrt er in einer großen Kiste auf. Und ich hasse diese Kiste. Muss ich wirklich in dieser Kiste mein Leben lang verbringen? Nein, ich glaube nicht, sagte ich ihr. Sie sagte, sie wolle sich bei mir bedanken. Und das tat sie auch. Nach all den Danksagungen sagte sie mir, dass wir unbedingt in die Wohnung von dem Nachbarn einbrechen und seine Pillen klauen müssten. Sie sagte, dass diese Pillen ihn vor Anfällen bewahren. Und wenn ich in das Haus eindringe und die Pillen mitnehme, wäre sie wahrscheinlich für immer frei. Das ergab für mich überhaupt keinen Sinn. Konnte er nicht einfach mehr von diesen Pillen besorgen? Oder war das wirklich eine definierte Menge, die, wenn sie einmal weg ist, für immer verschwunden sein wird? Aber sie sagte, es sind spezielle Pillen. Ich sagte ihr, dass sie ihr Versprechen einhalten musste. Und sie sagte, wenn ich tue, was sie sagt, wird sie sich bei mir bedanken, so viel ich will. Ich musste ihr einfach vertrauen. Es ging so viel verrückter Scheiß vor sich. Also warum sollten magische Pillen oder was auch immer es war, so unnatürlich sein? Ich denke, ich werde die Pillen jetzt holen, bevor es zu spät ist. Ich schätze, ich habe zu viel Lärm gemacht. Denn in dem Moment kam meine Mutter rein und fragte, warum ich noch wach bin. Und dann sah sie das Mädchen auf meinem Bett. Es war mir wirklich sehr peinlich. Ich bin einmal mit einem Mädchen hier zusammen im Bett und natürlich kommt dann genau meine Mutter rein. Doch während ich über die peinliche Situation nachdachte, schoss mir nur ein Gedanke durch den Kopf. Oh Gott, was, wenn sie Papa davon erzählt? Aber Mama sagte überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Sie sah zu Tode erschrocken aus. Und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was über meine Mutter. Sie ist super klug, wirklich die klügste Person, die ich kenne. Sie liest jeden Tag ein Buch. Sie hat am College Geologie unterrichtet. Aber irgendwann war sie ausgebrannt. Und jetzt bleibt sie zu Hause und ist ganz für sich. Sie war schon immer ein wenig anders. Sie merkt, wenn du krank bist, bevor du selbst überhaupt irgendetwas spüren kannst. Als Mama das Mädchen in meinem Bett sah, legte sie ihre Hände auf die Brust und sagte, Jean-Baptiste, wer ist dieser Mann neben dir? Du kennst das, wenn die Leute sagen, das Blut ist einem in den Adern gefroren. Ich wusste bis dahin nicht, wie sich das anfühlt. Ich drehte mich um und sie sah immer noch wie ein Mädchen aus. Aber sie grinste. Dieses bösartige, vielleicht sogar das bösartigste Grinsen, das ich je gesehen habe. Sie riss sofort die Pappe von meinem Fenster und zischte an uns vorbei und kletterte hinaus. Meine Mutter rannte hoch und umarmte mich. Das hatte sie seit 2 Jahren nicht mehr getan. Ich dachte nur, was für eine verrückte Scheiße ist hier gerade los. Muss ich jetzt auch noch an UFOs, Vampire und Gestaltwandler glauben? Denn ich weiß nicht, was ich sonst von der Situation halten soll. Entweder das oder alle um mich herum sind verrückt, außer mir und Sam. Aber es ist noch mehr passiert. Ich sag euch, was alles noch kam. Inzwischen wisst ihr ja, dass Sam und ich, wenn Stresssituationen kommen, alles grundsätzlich erzählen und zusammenklappen wie ein dicker Mann auf einem Gartenstuhl. Mama hatte Papa von dem Mann erzählt, der neben mir im Bett lag, und wir hatten Papa danach alles erzählt, was wir wussten. Ich sagte ihm, wie für mich dieser Abend abgelaufen ist, und er sagte nur, das ist der älteste Kampf, den die Menschheit kennt. Die Loyalität eines Jungen zu seinem Vater oder zu seinem Genital. Und normalerweise wird ein Genital länger leben. Aber bei dir wäre ich mir da nicht so sicher, je nachdem, wie ich mich entscheide, jetzt mit dir umzugehen. Er sagte seine üblichen wütenden Drohungen, aber er verhielt sich nicht so wie sonst, wenn er wütend war. Ich glaube, er war eher enttäuscht. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ihn noch nie zuvor so gesehen.
Wir sagten natürlich, dass es uns leid tat und wir meinten es auch so. Er nahm mich beiseite und sagte, dass es für eine Entschuldigung jetzt zu spät war. Sobald das Ding deinen Saft hat, bist du gekennzeichnet. Ich fing an, mich zu verteidigen und sagte zu meinem Vater, dass sie unschuldig ist und dass er doch selbst diesen Widerling gesehen hatte. Ich versuchte, diese junge Frau, die bei mir gewesen ist, zu verteidigen, sagte, sie ist in seinem Bann und meine Mutter hatte sich bloß verguckt. Ich glaube, wir können sie retten. Und ich glaube, wir können sogar diesen Mann aufhalten, bevor er noch jemandem wehtut. Aber Papa schüttelte nur den Kopf, als würde er irgendwie versuchen, meine Worte direkt mit simplen Bewegungen zu diskreditieren. Erinnerst du dich an das eine Mal beim Friseur, als du rübergegangen bist? Ich sagte ihm, dass ich mich erinnere. Also hörte er genau da auf. Okay. Erinnerst du dich daran, als du fast in den Schulbus gestiegen wärst und ich dich aufgehalten habe? An diesen Moment erinnerte ich mich kaum. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht, weil es nicht so besonders für mich wirkte. Ich war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 9 oder 10 Jahre alt. Sam war 6 oder 7. Ich erinnere mich, dass diese Frau uns geweckt hat, um zur Schule zu gehen. Sie sagte, sie sei die Babysitterin und das war gar nicht so seltsam. Aber sie war seltsam. Aber da wir keinen Stress wollten mit dieser uns fremden Frau, die anscheinend unsere Babysitterin war, taten wir einfach, was uns gesagt wurde. Wir machten uns fertig und gingen hinaus, um auf den Schulbus zu warten. Die Babysitterin stand neben uns auf der Veranda und sagte kein Wort. An diesen Teil erinnere ich mich noch am besten. Als der Bus dann anhielt, schlug sie ihren Kopf gegen den Pfosten der Veranda und stöhnte laut auf. Diese plötzliche Bewegung hatte mich zu Tode erschreckt. Dann war der Bus auch nicht wie ein normaler Schulbus. Er war weiß und einer dieser sehr kurzen Busse. Ich und Sam gingen zu ihm. Wir sahen, dass der Fahrer zusammengekauert war und wartete. Plötzlich fuhr Papa vor und kam aus seinem Auto gerannt. Wir waren überrascht, weil er eigentlich bei der Arbeit sein sollte. Er schrie uns an, dass wir unbedingt anhalten müssen und schnappte uns und zog uns zurück. Der Bus fuhr daraufhin sofort los. Wir dachten, wir hätten etwas falsch gemacht. Aber Papa ließ uns einfach den Rest des Tages fernsehen. Er gab uns keine Bestrafung. Ich hatte nie verstanden, was an diesem Tag passiert war. Aber jetzt erzählte Papa mir, was los gewesen ist. Er hatte einfach nur etwas zu Hause vergessen und drehte deswegen zufällig von der Strecke zur Arbeit nochmal um, um es zu holen. Und als er dann vor unserem Haus ankam, sah er den Bus. Es war Volkstrauertag, sagte er. An dem Tag war keine Schule. Sie haben den Bus nie gefunden und niemand wusste, wer die Babysitterin war und sie wollte nicht reden. Ich glaube, die Polizei hatte sie abgeholt. Ihr müsst wissen, Mama und Papa mussten wirklich viel arbeiten damals und deswegen hatten wir tatsächlich einen Babysitter. Doch als der echte, angeheuerte Babysitter vorbeikam, war diese falsche Babysitterin schon da gewesen. Und die falsche sagte der echten, sie solle umgehend verschwinden, was sie dann auch tat. Aber weißt du, was mich am meisten erschreckt hatte, als ich diese Geschichten hörte? Es ging nicht darum, was mit mir und Sam passiert wäre, wenn wir in den Bus gestiegen wären. Es geht darum, dass ich weiß, dass bereits einige Kinder in diesem Bus saßen. Als ich einsteigen wollte, war er nicht leer gewesen. Sobald du markiert bist, denken sie, dass sie einen Anspruch auf deinen Nachwuchs haben. So als ob es ihrer wäre, sagte mein Vater. Ich weiß, dass ich nicht der einzige Trottel bin, der mit ihr geschlafen hat. Aber meine Kinder werden sie nicht kriegen. Leider hast du jetzt dafür gesorgt, dass du die gleiche Scheiße erlebst wie ich. Ich sollte dafür sorgen, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst. Ich glaube, Papa konnte sehen, dass diese Worte mich getroffen hatte. Ich war den Tränen nahe, nicht nur weil die Erinnerung an das, was passiert war, mich aufgewühlt hat, sondern weil ich dachte, dass eine falsche Entscheidung das Leben meiner eigenen Kinder ruinieren könnte. Ich hatte vor, Kinder zu haben, das müsst ihr wissen. Mein Vater legte seine große Hand auf meine Schulter. Sie fühlt sich immer so an, als würde sie ungefähr 20 Pfund wiegen, wenn er das tut. Er sagte, ich solle einfach in die Schule gehen und er würde sich darum kümmern. Ich sah ihn mit großen Augen an und fragte, ob er mir dann erzählen würde, was wirklich zwischen ihm und Red passiert ist. Denn sowohl er als auch ich wussten, dass er gerade gestanden hatte, dass er es mit dieser Frau getrieben hat.
und davon hatte er vorher noch nie was erwähnt. »Geh erst mal in die Schule«, sagte er. Also gingen Sam und ich zur Schule. Es war Freitag und als wir nach Hause kamen, war Papas Auto in der Einfahrt. Mama war in ihrem Hinterzimmer und las, aber Papa war nirgendwo im Haus zu finden. Wir fragten Mama, was los war, aber sie wusste es nicht. Sie hat sich wieder einsam gefühlt. Sie machte sich Sorgen, wenn sie unsere Gesichter so bedrückt sieht. Also mussten wir sie aufklären. Sie stellte immer mehr Fragen, also mussten wir auch immer weiter antworten. Bald wusste sie so ziemlich alles, was es zu wissen gab. »Ich habe noch nie von diesem Red Finney gehört«, sagte sie. »Ich weiß, dass man deinen Vater manchmal Red nannte, weil er beim Spielen andere Kinder angegriffen hat und immer rot vor Wut wurde.« Wir vermuteten, dass sie eine Gedächtnislücke hatte. Sie kennt Papa schon so lange, also zeigten wir ihr das Bild von Red Finney mit der Jacke. Sie sagte, dass damals alle diese Jacke hatten. Und der Junge auf dem Bild hieß nicht Red Finney, sondern Phil McCoy. Und niemand hat Phil jemals Red genannt. Als wir das hörten, wussten wir, dass wir rüberrennen mussten in das Haus unserer Nachbarin. Es war uns egal, was für ein gruseliger Scheiß in diesem Haus vor sich ging. Papa sagte eine Menge bunter Sprüche und ich weiß, es scheint, als wäre er ständig sauer, aber Sam und ich wissen, dass er alles für uns tun würde, um uns zu beschützen. Sogar sterben. Er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Jedenfalls die guten Seiten. Er ist einfach der tollste Mensch, den ich kenne. Also dachten Sam und ich, wir treten einfach die Tür ein, wie bei diesem Film. Aber die Tür war nicht abgeschlossen. Wir öffneten sie einfach und gingen rein. Das erste, was uns auffiel, war, dass es nicht mehr nach verbranntem Zucker roch. Es roch eher nach alten Socken und Suspensorien. Drinnen war es sehr dunkel, aber alles war mit weißem Stoff bedeckt. Es gab viele Handabdrücke an den Wänden, aber sie waren tief unten, so als ob jemand auf dem Bauch herumgekrochen wäre. Und Sam fragte mich, »JP, warum sind die Finger so lang?« Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Wir kamen zu einem Raum am Ende des unteren Flurs, in dem wir die Fliegen schwirren hören konnten. Es müssen Tausende von ihnen gewesen sein, die dieses Geräusch machten. Sam sah mich an, als wolle er die Tür öffnen, aber ich hielt ihn auf. Er fragte, was ist, wenn Papa da drin sein sollte. Und ich weiß nur, dass ich ein ganz schlechtes Gefühl bei diesem Raum bekommen habe. Mir war fast schlecht geworden, als ich mich ihm näherte. »Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist nicht gut«, sagte ich ihm. Wir gingen zurück. Wir gingen zurück, wo die Treppe nach oben führte. Wir hörten Stimmen, die eindeutig von oben kamen. Wir verkrampften uns zuerst, bereit zum Kampf. So lange, bis wir die Stimmen erkannten. Es waren unsere eigenen. Wir gingen näher heran und konnten hören, wie wir selbst redeten. Ich hörte, wie Sam von oben sagte, »Ich wette, du wünschst dir, du hättest dieses Zimmer bekommen.« Und ich sagte daraufhin von oben, »Wir werden viel schöne Zeit miteinander verbringen.« Wir gingen hoch zu dem Zimmer, wo wir die Stimmen hörten. Und in diesem Zimmer war die Wand voller Monitore, wie in einem Kontrollraum oder so. Sie zeigten alle irgendwelche Videos von unserem Haus, sowohl von außen als auch von innen. Auf einem Monitor waren sogar Sam und ich als Kinder zu sehen, die mit Spielzeugschwertern spielten. Ich hatte dieses Video noch nie zuvor gesehen. Warum machten sie sich wegen uns so viel Mühe? Wir sind doch eigentlich eine ganz normale, nette Familie. Das ist doch verrückt. Ich glaube, auf einem der Monitore war auch Blut zu sehen. Ich hatte es Sam nicht gesagt, aber in diesem Moment, als ich das sah, hatte ich mir große Sorgen gemacht. Wir verließen den Raum und gingen rüber. Auf der anderen Seite war der Raum, den Darnell beschrieben hatte. Der alte Fernseher und die Couch. Und tatsächlich saß jemand auf der Couch. Ich hätte fast geschrien, als ich das sah. Ich ging langsam vorwärts und dann gewöhnten sich meine Augen daran. Das war auf keinen Fall der unheimliche alte Mann. Ich wusste nicht, wer es war. Es war ein schwarzer Mann mittleren Alters. Er aß Haferflocken und schaute irgendeinen Schwarz-Weiß-Film im Fernsehen. Ich wunderte mich, dass so einer überhaupt noch ausgestrahlt wurde. »Sir«, sagte ich, »bringen Sie mich nicht zurück in die Dunkelheit. Bringen Sie mich nicht zurück in die Dunkelheit. Bringen Sie mich nicht zurück.« Er sagte diesen Teil immer und immer wieder, aber er klang dabei nicht verängstigt. Er klang eher so, als hätte er kein Gefühl. Er sagte die Worte einfach nur immer wieder und aß dabei seine Haferflocken weiter und sah sich weiterhin die Sendung an.
Ich rüttelte an seiner Schulter und sagte ihm, dass wir meinen Vater suchen. Thad, sagte er. Er ist die Treppe hochgegangen und jetzt ist er weg. Weg wohin? In die Dunkelheit. Wenn du zu viel drüber redest, holt es dich irgendwann ein. Hey, willst du einen Trick sehen? Er hob die Hände an den Kopf und der Fernseher schaltete sich aus. Weißt du noch, wie du bei Aladdin eingeschlafen bist? Das tat ich. Schlecht für die Stromrechnung. Willst du noch einen Trick sehen? Da fing Sam an meiner Hand zu zerren. Ich glaube nicht, dass er noch einen Trick sehen wollte. Ich wollte es auf jeden Fall nicht. Er hob wieder die Hände an den Kopf und fing an, laut zu schreien. Kaum hatte er das getan, begann mein Telefon zu klingeln. Es war die Nummer von Papa. Ich sagte dem Kerl, er solle still sein, weil mein Vater anrufe, und das tat er auch. Aber am anderen Ende der Leitung waren nur zischende Geräusche zu hören. Immer wieder rief ich Papa, Papa in das Telefon, aber niemand antwortete mir. Wo zur Hölle ist mein Vater? Fragte ich den Mann erneut und ballte dabei meine Hände zu einer Faust. Denn ich war kurz davor, wenn er mir nicht antworten wollte, eine Antwort aus ihm herauszubekommen. Er hob auch die Hände zur Faust und sagte, diesen Trick willst du nicht sehen. Ich folgte daraufhin umgehend Sam nach draußen und die Treppe hinunter. Wir überprüften noch einmal die Zimmer im Erdgeschoss. In dem einen Zimmer brummte es nicht mehr. Mein ungutes Gefühl verschwand auch. Ich öffnete die Tür und drinnen lag nur ein Haufen Teer auf dem Boden und eine tote Schlange. Noch mehr verrückter Voodoo-Scheiß, dachte ich. Wir schauten jetzt in jedes Zimmer des Hauses. Papa war nicht da. Wir erzählten es Mama und erstatteten dann gemeinsam Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sagte uns, sie würden sich die Sache ansehen, aber unser Vater ist erwachsen und wenn er sich entschieden haben sollte, mit der attraktiven Nachbarin abzuhauen, dann ist er ein Idiot und kein Krimineller und die Polizei könnte nichts unternehmen. Ich konnte nicht glauben, dass sie das Ganze so einfach sahen. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Außerdem war das Haus nebenan eigentlich nicht bewohnt. Es gehörte einem Ehepaar aus Vancouver. Sie ließen es leer stehen, bis sie im Winter für ein paar Monate hierher flogen. Sie haben den Mann, der darin wohnte, wegen Hausbesetzung rausgeworfen. Wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wir erfuhren aber später, welchen Namen er der Polizei gab. Er behauptete, dass sein Name Red Finney gewesen ist. Deshalb hat es auch eine Weile gedauert, bis ich diesen Bericht hier geschrieben habe. Wir waren damit beschäftigt, meinen Vater zurückzubekommen. Wir wollten das Mädchen wiederfinden oder irgendjemanden, der etwas weiß. Es spielte keine Rolle, warum das alles passierte. Wir wollten nur Papa zurück. Mama schlief viel und Sam und ich wussten einfach nicht, was wir tun sollten. Alles passierte nur wegen einer dummen Kleinigkeit, weil wir sie beobachten mussten. Okay. Ich sollte wahrscheinlich nicht darüber schreiben, aber bis jetzt hat mir niemand gesagt, dass ich es nicht tun soll, also werde ich weitermachen. Die Polizei hat immer noch nichts unternommen, um Papa zu finden. Ich und Sam haben überall auf Facebook gepostet, dass er gesucht wird. Und dann tauchen auf einmal diese weißen Typen in Anzügen an der Haustür auf. Ich will nichts mit den Zeugen Jehovas oder so zu tun haben, bei all dem, was hier los ist. Aber diese Leute, die dort standen, waren etwas anderes. Sie zeigten mir ihre Ausweise, auf denen Department of Energy stand. Sie baten darum, mit John Baptiste zu sprechen. Ich sagte ihnen, dass ich das bin und sie kamen rein, ohne zu fragen. Sie saßen auf der Couch, ganz nah beieinander. Ihre Hände berührten sich. Es war seltsam, als ob es nicht genug Platz gäbe. Und dann fingen sie an, Fragen zu stellen. Sie wollten alles über alles wissen, was passiert war. Ich erzählte ihnen all den verrückten Scheiß, den ich euch auch erzählt habe, und sie schauten dabei nicht mal überrascht oder so. Sie waren so anteilnahmslos, als ob ich ihnen einfach nur erzählt hätte, wie gestern das letzte Fußballspiel meiner Lieblingsmannschaft war. Aber sie interessierten sich sehr für die Box oder Kiste. »Hast du diese Kiste gesehen?«, fragte einer der Männer mich. Ich sagte ihnen, »Nein, ich habe sie nicht gesehen.« »Kann es sein, dass du die Kiste gesehen hast und es nicht gemerkt hast?« Und ich sagte, »Wenn ich sie nicht gesehen habe, dann weiß ich auch nicht, ob ich sie gesehen habe oder nicht.« »Also ist das ein Ja?« Sie zogen jeweils eine Capri-Sonne aus ihren Innentaschen und tranken sie. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Zeug noch gibt. Wer trinkt schon Capri-Sonne? Und dann fragten sie,
Hattest du oder jemand anderes aus deiner Familie sexuellen Kontakt mit den Wesen, die nebenan wohnen? Ich war ein wenig von dieser Frage überrumpelt worden. Ich meine, warum sollten Leute vom Energieministerium so etwas erfragen? Ich hatte es einfach ignoriert und sie dann gefragt, seid ihr hier, um meinen Vater zu finden? Und sie antworteten mit, wo ist er? Ich sagte ihnen, dass ich es nicht weiß und dass er deshalb vermisst wird. Sie sahen sich an und fassten sich an den Händen, als wären sie in irgendeinem altmodischen Buddy-Cop-Film. Hör mal, John Baptiste, sagte einer. Hast du die Identitäten der Nachbarn herausgefunden? Ich sagte ihnen einfach nur, dass sie bereits alles wüssten, was ich ihnen sagen konnte. Daraufhin machten sie einige seltsame Witze, die scheinbar auf das Aussehen und den Körper der Nachbarin abzielten. Sie wussten also ganz genau, von wem ich sprach. Nachdem ich diese komischen Sprüche und Witze mit angehört hatte und das Gefühl hatte, dass sie Scherze machten und mich verarschen wollten, fragten sie, ob sie meine Toilette benutzen dürften. Das war eine große Erleichterung. Ich sagte ihnen, wo das Klo war, und sie gingen zusammen hin. Und wisst ihr was? Ich habe sie daraufhin nie wieder gesehen. Es gibt keinen Weg aus dem Haus, außer durch die Fenster, und keines von ihnen war geöffnet. Es sah nicht so aus, als wären sie überhaupt jemals auf der Toilette gewesen. Und dann kam Sam die Treppe runter. Er hatte geschlafen, und zwar sehr viel, seit Dad verschwunden ist. Das war wohl seine Art, damit umzugehen, ähnlich wie die von Mama. Er sagte, JB, wer zum Teufel sind die Typen in meinem Zimmer? Wir beide rannten nach oben, aber niemand war dort. Es gibt keinen anderen Weg nach draußen als die Treppe. Hast du Halluzinationen? Fragte ich ihn. Zwei Typen in Anzügen sind gerade in deinen Schrank gegangen, bevor ich runterlief. Sie haben dabei breit gegrinst. Dies war eine weitere seltsame Sache. Um nach oben zu kommen, hätten sie von der unteren Toilette zurückkommen und an mir vorbeigehen müssen. Aber das war nie passiert. Ich weiß nicht, wie zur Hölle sie darauf kamen oder wohin sie gingen. Wir haben jeden Zentimeter des Hauses durchsucht, um sicherzugehen, dass sie sich nicht versteckt haben. Es sind schon Tage vergangen und ich denke immer noch, dass sie herauskommen werden, wenn ich unter der Dusche stehe. Jedes Mal habe ich das Gefühl, sie sind in meiner Nähe und eventuell beobachten sie mich. Ich weiß nicht, wer diese Typen wirklich waren. Ich weiß nicht, was sie von mir wollten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht zum Department of Energy gehörten. Am nächsten Tag, als ich vom Supermarkt nach Hause fuhr, sah ich den Typen aus dem Haus. Red Finney, wie er sich ja nannte. Er ging ganz langsam auf den Bürgersteig. Schlurfend, so könnte man es wohl nennen. Ich fuhr an die Seite und ging auf ihn zu. Ich sagte, hey, du musst der Polizei sagen, was du weißt. Wo ist mein Vater? Und er schlurfte einfach weiter, als wäre ich gar nicht da. Jetzt wurde ich langsam wütend und schrie den Kerl an. Und da kam eine Frau aus einer Wohnung gerannt und sagte, Entschuldigung, was glauben Sie, was Sie da tun? Ich sagte ihr, dass dieser Widerling weiß, was mit meinem Vater passiert ist und er will nichts sagen. Sie sagte daraufhin, Mr. Turley hat fortgeschrittene Demenz. Er weiß kaum noch, wo er ist, geschweige denn kennt er ihren Vater. Lassen Sie ihn gefälligst in Ruhe. Und Sie, Mr. Turley, kommen Sie mit rein. War das schon wieder einer deiner Tricks? Fragte ich ihn. Er schnappte sich so schnell mein Handy aus der Tasche, dass ich es fast nicht bemerkt hatte, und fing an, daran herumzuspielen. Er hielt es mir hin, damit ich es greifen konnte. Ich sah, dass er einen verschlagenen Blick hatte, und ich griff trotzdem danach. Als ich es tat, zog er mich dicht an sich heran. Er roch nach Mottenkugeln und Gammelfleisch und flüsterte mir ins Ohr. Ruf deinen Vater an, heute um Mitternacht. Die Frau sagte, Mr. Turley, Sie wollen doch nicht, dass wir Ihnen das Licht wegnehmen, oder? Kommen Sie jetzt gefälligst mit rein und du steig wieder in dein Auto. Als ich ihrem Befehl folgte und in mein Auto stieg, fiel mir die Krankenschwester an sich auf. Ich fragte mich, wer sie war. Ich sah, dass sie einen wirklich schönen Körper hatte, lange Beine und Schlangentattoos auf ihren Knöcheln. Sie sah sehr attraktiv aus, aber dann dachte ich an all die Schlangen aus diesem Haus. Und in diesem Moment drehte sie sich um, sah mich an und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es so aussieht, als wollte sie mir ein Fleischermesser ins Gesicht rammen. Ich meine damit, sie hatte diesen unfassbar mörderischen Blick. Sie sah wirklich wütend aus und wenn sie die Chance gehabt hätte, hätte sie mich wahrscheinlich angegriffen. Als ich diesen Blick bei ihr sah, fuhr ich sofort weg. Die Schule ist jetzt zu Ende, nicht, dass es wichtig gewesen wäre.
Wegen Papa wurden Sam und ich von unserer Abschlussprüfung befreit. Seitdem sind wir zu Hause. Es machte also nichts, wenn ich bis Mitternacht aufblieb. Sam und ich sind beide aufgeblieben und haben Papas Nummer angerufen. Es klingelte und klingelte. Das war eine gute Nachricht, denn vorher ging direkt die Mailbox ran. Er wird nicht abnehmen, JB, sagte Sam. Er klang entmutigter als sonst. Lass es mich noch einmal versuchen. Und das tat ich. Es klingelte wieder, aber dieses Mal ging jemand ran. Wir beide riefen freundlich, Papa? Aber niemand antwortete uns. Aber es war auch nicht still auf der anderen Seite. Wir hörten Atmen und ähnliche Aktivitäten. Und dann hörten wir auf einmal Papas Stimme. Er sang irgendein Lied. Das Lied klang ähnlich wie Phenomenal Cat. Ihr müsst wissen, Papa liebt Musik. Er hat uns dieses Lied immer vorgesungen, als wir klein waren. Genau so ist es. Wir versuchen die ganze Zeit mit ihm zu reden, aber er sang an der anderen Seite des Hörers einfach weiter. Beinahe so, als ob es eine Aufnahme wäre. Also gaben wir auf. Wir hörten ihm einfach beim Singen zu und irgendwann wurde aufgelegt. Wir haben versucht zurückzurufen, aber es ging danach direkt die Mailbox ran. Wir haben die Polizei informiert, aber die glauben immer noch, dass er einfach mit der Nachbarin weggelaufen ist. Wir haben ihnen auch vom Energieministerium erzählt, das eines Tages vor unserer Tür stand und sie sagten uns einfach nur höflich, wir sollten die Polizeiwache verlassen, da wir ihre Zeit verschwendeten. Und danach kam die Schwester meines Vaters aus Michigan herunter, um uns bei der Suche nach Papa zu helfen und auch um meine Mutter zu unterstützen. In Wirklichkeit war sie da, um uns zurückzubringen. Ich glaube, unsere ganze Familie war sich einig, dass wir mit dem Haus allein nicht zurechtkamen. Sie ließ uns unsere Sachen packen, jedenfalls alles, was wir brauchten, packte es dann in ihren Wagen und fuhr mich, Sam und Mom zu ihr nach Hause. Seither sind wir bei Tante Thea. Es ist überhaupt nichts Seltsames hier passiert. Kein Ministerium für Energie kam vorbei, keine unheimlichen alten Männer, keine Schlangen, auch keine attraktive Nachbarin. Ich habe fast vergessen, wie es ist, normal zu sein, ein normales Leben führen zu können. Irgendwie langweilt es mich, aber es ist auch cool, mal durchatmen zu können. Und es geht mir gut damit. Aber ich vermisse Papa. Ich vermisse ihn sehr. Wer zwingt mich jetzt dazu, mich zusammenzureißen? Wem kann ich Dinge beichten, die ich tue, wenn ich mal wieder Scheiße baue? Und wer ist zu Recht manchmal sauer auf mich? Ich meine, wer wird sauer auf mich sein, wenn ich mich auf eine komische Art und Weise gekratzt habe? Er ist irgendwo da draußen. Und sollte er tatsächlich von dem alten Mann und der Frau mitgenommen worden sein, dann hoffe ich, dass er wenigstens seinen Spaß hat und sich amüsieren kann und der alte Mistkerl einfach nur in der Ecke dasitzt und zusieht. Beziehungsweise ich hoffe, dass mein Vater ihm vielleicht auch ein paar Mal auf die Schnauze haut. Da ist noch eine Sache, die ich sagen will. Und diese Sache kommt von Tante Thea. Sie sagte, sie erinnere sich an einen Tag, an dem Papa nachts ins Haus gerannt kam und zu Tode erschrocken aussah. Sie dachte sofort, er hätte sich mit Gangs oder so etwas angelegt. Sie rollte eine Zeitschrift zusammen und gab ihm damit einen guten Schlag. Er wurde wütend, aber er hatte wenigstens keine Angst mehr. Sie sagte ihm, dass er das davon hat, wenn er sich mit Gangs einlässt. Und er sagte ihr, dass es gar keine Gangs sind, um die es jetzt geht. Er sagte, mit den Leuten in dem großen Haus stimmt wirklich etwas nicht. Aber sie sagte ihm, er solle sich gefälligst entspannen, denn das seien schließlich nur Zirkusleute oder so, die da lebten. Papa war verwundert und fragte, wovon zum Teufel sie redete. Tante Thea sagte, aber sicher, ich erinnere mich an eine Zaubershow von ihnen. Ich glaube, es war im Zirkus. Dieser alte Mann und eine Frau. Sie sah aus, als wäre sie die ganze Zeit wie betäubt gewesen. Er ließ sich hinter einem Vorhang verstecken. Sekunden später kam sie durch eine Tür auf der anderen Seite der Bühne heraus. Sie waren wirklich gute Zauberer. Ich dachte, ich hätte es herausgefunden, dass sie einen Zwilling hat, aber dann nahmen sie einen Freiwilligen. Sie ließen ihn in diese Kiste gehen, danach taten sie so, als hätten sie ihn verloren und die Kiste war leer. Der junge Mann war nirgendwo zu sehen. Schließlich gingen sie hin und fanden ihn in der Kiste wieder. Mir standen zu diesem Zeitpunkt die Haare zu Berge. Das schwöre ich bei Gott und du weißt, ich schwöre normalerweise überhaupt nicht. Aber etwas war seltsam. Dieser Junge, der aus der Kiste kam, er war nicht derselbe. Ich meine, er sah genauso aus wie der Junge, der reingegangen war, aber er war es nicht. Ich kannte den Jungen und da stimmte irgendwas nicht.
Und wenn er es gewesen ist, dann hatte er etwas von sich selbst in der Kiste verloren. Gleich danach verließ er die Stadt. Einige Leute sagten, er hätte Dinge in dieser Kiste gesehen, dass sie ihn an einen furchtbaren Ort gezaubert hatten. Andere lachten nur und sagten, der Zauberer hätte ihn einfach gut bezahlt, um so eine Show abzuziehen. Nun ja, egal. Was ich euch damit sagen möchte, ist, was am nächsten Tag passierte. Thad, also euer Vater, ging mit seinen Freunden weg und trieb seinen typischen Unfug. Ich blieb zu Hause, wie ich es immer tat. Und dann klopfte die Dame aus dem Haus bei uns an der Haustür. In natura war sie wunderschön. Ich weiß noch, wie ich das dachte, als ich ihr Gesicht sah. Sie hatte große Augen und war so geformt, wie jeder Mann sich eine Frau vorstellt. Ich muss gestehen, ihre Schönheit schüchterte mich schon etwas ein. Sie sagte, Thad habe etwas in ihrem Haus vergessen und zeigte mir dann seine Uhr. Diese Uhr war ein Geschenk unseres Vaters, also sollte er sich schämen, sie dort verloren zu haben. Sie fragte, ob sie reinkommen und sie ihm geben dürfte. Ich habe eine Menge Polizeiserien gesehen. Ich weiß ein bisschen, wie man sich umsieht und worauf man achtet. Und ich fühlte mich ein bisschen wie ein Detektiv. Also schaute ich mir diese Frau genau an. Man sollte meinen, dass so ein Mädchen den schönsten Schatten wirft, den man je gesehen hat. Aber dem war nicht so. Ihr Schatten war groß, schmächtig und gebückt wie eine Vogelscheuche. Es gibt keinen Lichtwinkel, der dieses Mädchen so einen Schatten erzeugen lassen würde. Ich glaube fest daran, dass der Teufel jede Gestalt annehmen kann. Und als ich das sah, schnappte ich mir die Uhr und sagte ihr, sie solle nie wieder einen Fuß in unser Haus setzen. Mir war sofort klar, dass mit dieser Frau irgendwas nicht stimmte. Sie lachte und sagte nur, sie gehe, wohin sie wolle. Das sagte sie, aber das war das letzte Mal, dass ich sie je gesehen habe. Danach habe ich alles geglaubt, was sie über den Jungen gesagt haben, der in der Kiste war. Nachdem ich ihren Schatten sah, wirkte das nicht mehr zu unnatürlich. Ich erzählte ihr ein wenig von dem, was passiert war. Und sie sagte daraufhin, das Böse will nur deine Seele, nicht deinen Körper. Danach war sie nicht mehr daran interessiert, weiter darüber zu reden. Ich weiß nicht, was das Böse ist. Ich glaube auch nicht, dass es normale Menschen waren. Ich habe zu viel gesehen, was ich nicht erklären kann. Ich weiß nicht, ob es Außerirdische sind oder Hexen, Gestaltwandler, Skinwalker oder was weiß ich. Aber wenn ihr sie seht und ihr werdet wissen, dass sie es ist, glaubt mir, dann lasst euch nicht von ihr täuschen. Lasst euch nicht verzaubern. Diese Frau ist gefährlich und mit ihr, ihrem Haus und allem drumherum stimmt etwas ganz und gar nicht. Solltet ihr sie trotzdem mal sehen, dann lasst mich bitte wissen, falls ihr meinen Vater seht. Danke fürs Zuhören, Leute. Auf Wiedersehen.